Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Ihr seht, der Thermomix steht auf dem Tisch. Das bedeutet, es gibt heute wieder ein ganz schnelles, super leckeres und auch noch sehr gesundes Rezept. Und für den, wo ihr so denkt, oh, rote Linsen, okay, ihr hättet wahrscheinlich schon gar nicht auf das Video geklickt, aber auch für die, die ein bisschen kritisch sind, also für mich klingen rote Linsen eigentlich auch nicht so wirklich appetitlich, also ich bin jetzt nicht so der rote Linsen-Fan, aber ich muss euch sagen, in dieser Suppe schmeckt es wirklich absolut fantastisch. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für unsere leckere Suppe benötigen wir einmal eine Zwiebel, die schon mal geviertelt, dann ein 2 cm Stück Ingwer, das habe ich ja auch schon mal in kleinen Stücken geschnitten und geschält, eine Knoblauchzehe, die habe ich auch schon mal geschält, dann benötigen wir 5 Gramm Sonnenblumenöl, wer mag, kann natürlich auch Kokosöl benutzen, dann benötigen wir einen Teelöffel hier von dieser roten Thai-Currypaste, da verwende ich hier auch am liebsten die von Alnatura. Dann benötigen wir einen Bund Suppengrün. Das bedeutet, das geschälte Gewicht hier sind 600 Gramm, das ungeschälte Gewicht sind 750 Gramm. Und wer hier sparen will, kann sich das einfach selbst zusammenstellen, indem er sich einfach quasi Möhren, Porree, Sellerie als Knollen holt und auch noch so ein paar Petersilienwurzel oder Pastinaken. Und dann kann man sich das Ganze einfach portionsweise in so Gefrierbeutelchen machen, also quasi 600 Gramm geschältes Gewicht bunt gemischt einfach reintun und hat quasi das Ganze kostengünstig. Außerdem benötigen wir noch 150 Gramm rote Linsen, 810 Gramm Wasser, beziehungsweise wer mag, kann natürlich auch noch, um das Ganze würziger zu gestalten, Gemüsefond benutzen, aber weil wir ja hier quasi Gemüse haben, habe ich mich jetzt hier für Wasser entschieden. Außerdem noch 400 ml Kokosmilch, da habe ich im Übrigen auch die von Alnatura wie immer, Salz, Pfeffer und außerdem noch den Abrieb von einer halben Limette und den Saft von einer halben Limette zum Abschmecken. Als allererstes nehmen wir jetzt hier unsere Zwiebel, die wir schon geviertelt haben, die Knoblauchzehe und die kleinen Ingwerstückchen in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und schieben dann wie immer alles mit dem Spatel nach unten. Geben wir noch unser Sonnenblumenöl und den Teelöffel von der schönen roten Currypaste hinzu und dann lassen wir das Ganze im Thermomix für etwa so 2 Minuten 100 Grad auf der Rührstufe andünsten. Kommt unser Buntsuppengrün, was wir hier auch schon in schönen feinen Streifen geschält und geschnitten haben, geben wir auch noch in den Mixtopf und vermixen das Ganze auch für 5 Sekunden auf Stufe 5 und schieben dann ebenfalls auch alles wieder mit dem Spatel nach unten. Geben wir nur noch die roten Linsen, das Wasser hinzu und lassen das Ganze für ungefähr 24 Minuten 100 Grad Stufe 2 einköcheln. Und jetzt kommen wir endlich zum Finish. Das bedeutet, wir geben nur noch die Kokosmilch, Salz, Pfeffer und auch noch den Saft von der Limette und den Abrieb von der halben Limette hinzu. Und dann mixen wir das Ganze oder pürieren wir das Ganze für eine Minute auf Stufe 6. Und dann haben wir es schon geschafft. Schaut mal, so schnell haben wir in so kurzer Zeit so eine leckere Suppe gezaubert. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und das Video natürlich auch. Ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und wenn ihr euch, egal was ihr euch wünscht, schreibt mir das gerne einfach unten in die Kommentare rein oder wenn ihr das Rezept ausprobiert habt, schreibt mir, wie es euch geschmeckt hat, denn das interessiert mich natürlich am meisten. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.